Jo, hier ist Mr. Mike mit Marvin am Start. Und ihr wisst ja, Marvin ist ein echt richtig, richtig guter Werfer. Egal vom Dreier, egal vom Freiwurf. 98 Treffer hintereinander vom Freiwurf. Das ist schon. Also das kommt erstmal in den 90er-Bereich, schaffe ich nicht, gell? Und der Marvin hat echt eine gute Technik, aber er hat auch eine eigene Technik. Und vor allem, wenn ich den Marvin so von vorne werfen sehe, ich sehe es bei seinem Handgelenk vor allem, er hat kein gerades Handgelenk, ne? Sein Handgelenk geht nach rechts. Ist dir das selber auch schon mal aufgefallen? Ja, sicher. Ja, aber du machst das halt wirklich wie eine Maschine. Du machst immer den gleichen Rhythmus, genau muss man es so machen. Immer die gleiche Bewegung, der gleiche Rhythmus musst du haben. Marvin hat das und vielleicht würde der eine oder andere sagen, ah, Marvin, du musst ein gerades Handgelenk machen. Muss er nicht, weil dann würde er mit Sicherheit nicht so gut treffen, finde ich. Bingo. Du hast halt deinen eigenen Wurf für dich selber gefunden, oder? Also ich kann das Ganze nur bestätigen, was der Mike gerade gesagt hat. Im Endeffekt musst du deinen Wurf finden und ob der jetzt perfekt nach der wie soll man sagen, dem Lehrbuch. Lehrbuch, ja, genau. Lehrbuchwurf, ja. Im Endeffekt hilft dir das schon, wenn du nach dem gehst. Und klar, Logo. Du hast ja auch alles, du hast aber dein Handgelenk. Genau. Das ist bei dir so, das geht echt nur rechts. Wirf mal ein paar hier, damit man sieht einfach. Also, achtet aufs Handgelenk vor allem. Es ist sogar schon sehr weit nach rechts. Aber trotzdem kriegst du das dann hin, dass du den Wurf gerade machst. Das ist eine eigene Technik. Weißt? Jeder andere könnte das nicht. Versuch jetzt bloß nicht nach rechts zu drücken, dein Handgelenk, weil du wirst wahrscheinlich nicht von Anfang an so treffen. Oder das geht nicht. Funktioniert nicht. Du machst das ja auch schon jahrelang. Nein, gerade was halt eben wichtig ist für den Wurf, also meiner Meinung nach, ist einfach, dass du aus den Beinen wirfst schon mal. Machst du auch immer. Die Kraft aus den Beinen und dass du quasi, dass der ganze Körper zusammenarbeitet. Ja, genau. Also ich bin kein reiner Handgelenkshooter oder. Nee, sowieso oder nicht. Nee, ich meine nicht. Nee. Genau, bei dir fällt es mir bloß extrem auf, dass dein Handgelenk halt wirklich weit nach rechts ist. So, das ist das. Definitiv. Das liegt aber auch bei mir, weil ich habe einen relativ komischen Knochenbau. Mhm. Das ist bei mir halt so angeboren. Und dementsprechend könnte ich zum Beispiel gar nicht diese schöne Technik mit Ellbogen. Das ist genau, das ist mir auch so ein Ding. Und dann so gerade nach oben, das könnte ich gar nicht. Siehste, das ist mir auch so ein Ding, gell? Ich meine, die meisten, die nach Lehrbuch werfen, würden davon träumen, so eine Trefferquote zu haben wie du. Also das ist schon krass. Ihr kennt ja die Spiele 1 gegen 1, aber vom Dreier ist er auch saugefährlich. Der hat so einen krassen Wurf vom Dreier. Immer ein bisschen loben, aber es ist schon echt. Du hast schon echt. Ja, tatsächlich. Also die Trefferquote ist recht gut, würde ich jetzt auch mal behaupten. Aber genauso haben wir auch mal Tage dabei, da läuft es ja, nicht. Ja, sowieso, also, klar. Mein Gott. Man darf aber auch nicht vergessen, du bist ein Amateur, du bist kein Profi, du bist nicht jeden Tag beim Trainieren, du bist einfach Hobbyspieler, verstehst du? Das in einem Hobbybereich auf dieses Level zu kommen, das ist voll schon echt krass. Ich weiß gar nicht, wie viel wirfst du so sonst so? Du bist jetzt auch keiner, der 100, 500 Würfe am Tag nimmt. Eigentlich nicht. Wenn du in die Halle gehst, gell? Ich muss ganz ehrlich sagen, aktuell ist für mich der Fokus wieder Sprungkraft danken. Mhm. Ich meine, da folgt jetzt auch noch was. Und werfen 1 gegen 1 halt nur mit dir oder mal mit einem anderen Kumpel. Mhm. Also wirklich halt immer nur zu zweit. Gell, ich meine, dafür sollten eigentlich die wohl nach Lehrbuch werfen, vielleicht zu Marvin gehen und sagen, hey Marvin, zeig uns deine schlampige Technik, dass wir besser werfen, so nah, weißt du? Ich glaube, es geht auch viel ums Ballgefühl. Ich meine, wenn du dein ganzes Leben lang Sport machst, Fußball, Volleyball, Basketball, dann hast du halt so ein Ballgefühl und das ist auch ganz wichtig, weil du kannst alles perfekt sauber machen, aber wenn dir dieses Feeling fehlt. Ist so, richtig. Das ist ja bei dir mit dem Ballhandling das Gleiche. Ja, Logo. Der Mike hat nicht das Ballhandling, weil er jetzt präzise wie aus dem Lehrbuch den Ball abdrückt und so weiter, sondern er hat das, weil er das Feeling dafür hat. Und die besten Tage, wo du gut triffst, hast du, wenn du gutes Feeling hast. Genau. Das ist also, wenn du es fühlst, genau. Ich merke es bei mir zum Beispiel, ich verziehe meinen Wurf oft, weil ich mein Handgelenk verziehe. Weißt du? Ich brauche wirklich ein gerades Handgelenk und ich habe oft das Problem, ich verziehe es und dann geht der Wurf auch nicht schön rein. Also ich habe echt das Problem, dass ich nicht immer gerade abdrücken kann. Aber du drückst wirklich immer schön gleichmäßig ab, eigentlich. Hey. Oder merkst du das, wenn dein Wurf verzogen ist, dass du den dann auch nach links drückst? Ich merke sofort, wenn der Ball die Hand verlässt, merke ich, dass der Ball entweder schön fliegt oder aber eben, sieht man dann bei den Freiwürfen. Und du merkst es auch am Handgelenk dann, oder? Wenn er da halt den Punkt verlässt. Ja, klar. Gell? Ich meine, ab und zu fällt er sofort oder trifft er sogar, obwohl es nicht alles gepasst hat. Das ist dann auch, gehört dazu, sag ich mal. Klar, logo, alles. Ich finde Werfen faszinierend, die Techniken, philosophieren kann man da stundenlang drüber, ich finde das einfach geil, so auch Amateure zum Profi wie zum Beispiel, also du könntest jetzt eigentlich behaupten, wenn ich mich auch weit aus dem Fenster lehne, Marvin hat schon einen Wurf von einem Profi, wenn du auf die Trefferquote hingehst, da gibt es schon einige, wo ich sagen würde, krasses Ding. Natürlich auch ein wichtiger Punkt, es ist ein Unterschied, ob du jetzt hier alleine in der Halle bist, nur zu zweit Freiwürfe wirfst oder in einem richtigen Spiel mit einem krassen Verteidiger, das müssen wir gar nicht erwähnen, das ist natürlich nochmal ein Unterschied, die Tag und Nacht. Auf jeden Fall, ja. Sowieso. Aber ich meine, komm mal her, auch als Profi,
und wirf, egal, also alleine mit noch einem Kumpel als Rebounder, über 90 hintereinander. Da wette ich mit dir, da sind einige Profis dabei, die würden das niemals schaffen. Weißt du, jetzt auf diesen Punkt will ich halt nochmal hinaus. Mit einer anderen eigenen Technik. Das sind die Punkte, die ich ja eigentlich nur im Video erwähnen will. Vielleicht noch so ein kleiner Tipp für diejenigen, die es probieren wollen, die 100 Freiwürfe. Erster Tipp, wirklich werft auf den Beinen, weil irgendwann wird sonst der Arm zu schwer und du kommst nicht mehr bis zum Ring wahrscheinlich, nach 50 Würfen oder so. Mhm. Und zum anderen, wenn du selber die Treffer zählst, dann zähl nicht zum Beispiel 54, 57, sondern bleib immer im 10er-Bereich, also immer 1, 2, 3 und fokussiere dich immer auf die 10 Würfe. Ja, oder gar nicht. Immer, oder gar nicht. Ja, fang immer kleinschrittig an. Ja, so, ja. Schon. Das ist bei mir, beim Kopf würde ich schon rauskommen, weißt du? Das würde ich schon so viel packen. Ja. Ich würde, ja. Nee. Also echt, Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Marvin abonnieren und Glocke aktiviert auf seinem neuen Kanal, Instagram, überall. Und ja, üben, üben, üben. Das ist nämlich das Geheimnis eigentlich. Spaß haben, das ist das Geheimnis. Üben und Spaß haben, genau, sage ich auch immer wieder. Gell? Also, tschüss. Yo, Mr. Mike. 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 Yo, Mr. Mike.